Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Dankeschön, dass du da bist. Wir zocken heute eine Runde Yu-Gi-Oh! Schwierige Liebe. Ja, dazu springen wir. Wir nehmen ganz mal das Geschichtsdeck wieder. Schauen mal, was der gute Sane hier hat so für Karten. Wir nehmen heute mal die Schere. Ja, gewinnen sogar. Natürlich, wir wollen auch Erster sein. Ganz klar. So, abgepasst. Ja, mal gucken, was hast du denn hier so Schönes? Defusionierung. Ja, die kenne ich. Okay, was haben wir? 1000, 2000 und 800. Okay, Defusionierung, das kennen wir. Wenn die Karte als zum Beispiel, wird eine Monster Stufe 3 oder niedriger von einem Typ Drache in der Pritrot mit dem die Karte erhält als Karten hört der die Karte ausgerüsteten Karte diese die Karte wird und Kampfschaden für den aha, okay. 1000. Falls die Karte durch Kampf zerstört und auf dem Friedhof gelegt wird, zerstört die Monster auf dem okay. Erhält. Beispiel erhält einen Kampfschaden aus dem Kampf. Kein Kampfschaden, also. Ah, okay, sehr interessant. Was ist das hier? Falls die Karte angegriffen wird, wir sind in den Planet zerstört und auf dem Friedhof gelegt. Wenn die Karte zerstört wird, und den Spieler auf dem Friedhof gelegt wird, Karte als Spezialbeschwörung mit einem Monster als Attribut einbieten. Aha. Aha. Ja, dann setzen wir mal die Karte hier. Jetzt 2000 Angriff. Soweit ich jetzt verstanden habe, wenn ich jetzt angreife, würde sie zerstört werden. Ich könnte sie aber wiederholen mit einem Tribut. Also das heißt, ich müsste eine Karte opfern. Was macht er denn da? Okay. Was haben wir hier? Ein Jagddrachen. Okay, 1700. Ja, die nehmen wir doch mal. So, 1700. Und mit 1700 greifen wir mal an. Ne, mit 1700 will ich angreifen. Oh, er hat 2000 Verteidigung. Ich krieg 300 Schaden. Okay. Okay. Er opfert die. Und setzt ein 1602. Was? Moment. Wow. 2400. Das ist aber nicht so prickelnd hier. Okay, dann setzen wir die mal verdeckt hier. Und Defusionierung setzen wir auch mal. Ja, gut. Okay. Dann lassen wir meinen Angriff mit 2000. Okay, er fusioniert was. Okay. Hat ein Fusionsmonster. 2300. Okay. Ja. Kann ich doch gleich die Fusionierung machen hier. Und dann nehmen wir die hier. Wird die zerstört. 1200. Okay. Okay, perfekt. Er kriegt noch 2300 Schaden. So, was haben wir hier? Okay, das ist eine Zauberkarte. Den setzen wir mal. Und greifen dann mit dem 2000 Monster an. Müsste ein Direktangriff sein, ne? Ja, 2000 Schaden. So, dann zerstört sie sich. Dann können wir die doch als Opfer nehmen. Und kommt wieder, sobald ich das verstanden habe. Aktivieren. Ja, genau, als Opfer nehmen. Und im Angriff. Ja, perfekt, haben wir doch eine. Super, dann haben wir 2000. Der Monster haben wir dann wieder. Er hat ein Boot. Okay. 1600. Okay, wow. Kriegt 800 Schaden. Okay. Warum habe ich nur 800 Schaden? Ach, durch die hier. Okay. Dann machen wir das doch wieder. Genau das gleiche. Machen wir hier, setzen wir die hier wieder. Wie aktivieren hier? Nein. Wir greifen da mit dem Monster das an. Zerstören das Monster. Wendnerzug. Und nochmal bitte. Ja. Opfern wir. Und ab in Angriff.
Super. So, er hat ein Monster im Verteidigungsmodus. Okay. Was haben wir hier? Noch so ein Monster. Wir könnten... Ich probiere mal was aus. Wir haben... Das ist doch genau der gleiche Drache hier. So. Dann könnten wir doch rein theoretisch mit dem hier... Oder egal. Ist eigentlich relativ egal. Auf das Monster gehen. Das störe ich. Dann gehe ich mit ihm auf, direkt auf die Lebenspunkte. Kriege 2000 Lebenspunkte. Und beide zerstören sich. Wenn ich mich nicht ganz irre. Einer zerstört sich. Und... Ja, dann kann ich das opfern. Und der kommt wieder. Perfekt. Er hat sich dann im Prinzip einmal es aufgehoben. Und er hat nur noch 1700 Lebenspunkte. Er hat aber wieder ein Monster. So. Was ist das denn jetzt hier? 1300. 1400. Okay, wir... Kann ich die aktivieren? Nein. Okay, wir setzen mal das Monster mit 1400. Greifen mit 2000 an. Ja, gut. Und greifen mit 1400 an. Dann hat er nur 300. Super, dann wenden wir uns auf. Machen im Prinzip genau das gleiche nochmal. Das war doch... Klappt doch. Alles gut. Und er hat kein Monster, was er dann... Was stark genug ist. Zack. 2000 wieder. Läuft doch. Im Prinzip immer derselbe Move. Zwar... Aber... Das ist ein bisschen eine Taktik. Er hat keine Karte. Keine Monsterkarte hat er hingelegt. Ja, dann können wir doch direkt angreifen. Wunderbar. Zack. 2000. Direkt auf die Brille. Bam. Super, und wir haben gewonnen. Gut, Freunde. Ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt doch ein Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Würde mich auch freuen und mich auch unterstützen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, das heißt eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!